Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Ja, wir hatten das letzte Mal hier aufgehört. Und jetzt geht es zum alten Volk. Jungs. So, los geht's. So, das alte Volk. Das war, glaube ich, da oben irgendwo. Muss doch hier irgendwo gewesen sein. Da hinten. Fliegt wahrscheinlich schon wieder total verkehrt. Wo war denn das jetzt nochmal? Ne, hier war der Krater. Moment. So, glaube ich, noch ein Stück zurück. So, hier war das einzelne Haus, richtig. Sage mal, wo waren das jetzt gewesen? Bin ich denn total verwirrt? Muss doch hier irgendwo sein. Wir werden es schon finden, keine Sorge. Hier ist es doch, genau. So. Und daraus hier rein. Genau. Und hier kommen ja keine Zufallskämpfe. Jetzt gehen wir erstmal nach links. Ich glaube, hier müssen wir hin. So. Ah ja, das ist. Ja, genau. Aha. Na, was entdeckt? Warte noch einen Moment. Okay, wir gehen mal. Der ist ja da in der Mitte. Moment mal. Müssen wir, glaube ich, auch hier hinten lang. Runter. Zu ihm darüber. Das Wissen des alten Volkes liegt hier förmlich in der Luft. Man will mir was sagen. Der Planet befindet sich in Gefahr. Ach nee. Eine Krise, die weder durch die Menschen noch durch die Zeit überwunden werden kann. Es sagt, wenn die Zeit reif ist, müssen wir nach Holly suchen. Holly? Holly, der ultimativen weißer Zauber. Zauber, der es vielleicht mit Meteor aufnehmen kann. Vielleicht unsere letzte Chance, den Planeten vor Meteor zu retten. Wenn eine Seele, die Holly sucht, den Planeten erreicht, wird es erscheinen. Meteor, Weapon, all das wird verschwinden. Vielleicht sogar wir selbst. Wir selbst? Das wird der Planet entscheiden. Was für den Planeten gut ist, was für den Planeten schlecht ist. Alles, was schlecht ist, wird verschwinden. Das ist alles. Ich frage mich, wozu wir Menschen gehören. Nach Holly suchen. Wie stellen wir das an? Frag den Planeten. Beschaff die weiße Materie, damit wird der Planet an die Menschen gebunden. Frag den Planeten. Wenn unser Wunsch den Planeten erreicht,
wird die weiße Materia blassgrün leuchten. Das ist das Ende. Eris hatte die weiße Materia. Aber als Eris starb, fiel sie vom Altar. Deshalb ist dies das Ende. Schau dir das an. Da ist die Schrift des alten Volkes. Kannst du's lesen? Ich kann's aber nicht lesen. Lass die Witze. Ich bin kein Nachfahre des alten Volkes. Ich kann das nicht lesen. Ich mag alt sein, aber meine Augen geben noch was her. Schau, was unter dem Geschriebenen steht. Da ist was mit Kreide geschrieben. Schlüssel, Sonnenlicht erreicht nicht. Vermutlich wurde das von einem Wissenschaftler, der hier war, geschrieben. Er hat wahrscheinlich alle Kraft gebraucht, diese zwei Dinge aufzuschreiben. Schlüssel, wofür? Ich weiß nicht, aber vermutlich hat es etwas mit unserem Rätsel zu tun. Das Rätsel, dann muss es etwas mit Eris zu tun haben. Das gibt uns also einen Hinweis darauf, wo der Schlüssel ist. Wahrscheinlich. Nutzt die Hinweise und sucht nach dem Schlüssel. Ich versuche mehr von dieser Schrift des alten Volkes zu enträtseln. Der Schlüssel befindet sich an einem Ort, den selbst das Sonnenlicht nicht erreicht, nicht wahr? Wenn du den Schlüssel findest oder wenn du nicht mehr weiter kannst, komm hierher zurück. Vielleicht kann ich noch mehr von dieser Schrift enträtseln und für dich in Erfahrung bringen. Okay. Na gut. Ja, wenn man jetzt nicht weiß, wo man danach suchen soll, ist natürlich schwierig. Ich weiß allerdings, wo der Schlüssel ist. Und andererseits, haben wir einen Hinweis, der sagt, wo das Sonnenlicht nicht hinkommt. Und ihr erinnert euch, wir haben ein U-Boot. Also kann es ja nur unter Wasser sein. Und da gehen wir jetzt nachschauen. So. U-Boot dürfte da sein. Nee, genau auf der anderen Seite. Wo war das jetzt gleich noch? Hier, ne? Genau. So, hier sind wir am U-Boot. So, und jetzt müssen wir ein Stück nach Norden hoch. Ja. So, hier tauche ich mal ab. Wie war das jetzt nochmal mit Abtauchen? So nicht. Ah ja, mit B. Okay. So. Ich finde es ja so geil, dass man hier mit U-Boot, man erkennt zwar nicht so genau, dass man unter Wasser ist. So, und hier irgendwo. Da ist der Schlüssel auch.
So. Glaubst du, es ist Analyse abgeschlossen? Genaues Ursprungsdatum kann nicht ermittelt werden. Geschätztes Alter mehrere tausend Jahre. Der Schlüssel zum alten Volk. Schlüsselobjekt, Schlüssel zum alten Volk. So, da haben wir den schon. So, hier unter Wasser gibt es zwar noch mehr, aber das machen wir dann erst später. Irgendwo schwimmt hier auch noch ein Weppen rum. Den lassen wir auch erstmal schön in Ruhe. Ich will jetzt erstmal. Den Rest werden wir auch ein anderes Mal erkunden. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo sind wir? Ah ja. Fahren wir wieder zurück. Ne, Moment mal. Nee, nee, nee. Ich muss doch darüber. Genau hier. So, und jetzt können wir auch schon wieder zum alten Volk zurück. Da wollte ich hin. Ich glaube, der Weppen müsste irgendwo hier vorne sein, unter Wasser. Aber der interessiert uns jetzt erstmal noch nicht. So. Altes Volk. Ich hoffe mal, ich muss jetzt nicht nochmal suchen. Denn es war hier so ungefähr. Genau, hier war die Ausgrabungsstätte und genau dahinter war es nämlich schon. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Ja, es ist ein ganz schönes Hin und Her, muss ich sagen, aber es lohnt sich. Und man kommt ja anders auch nicht weiter in der Story. Jetzt zu Bogenhagen. Und ihnen sagen, dass wir den Schlüssel gefunden haben. Da wartet er schon. Na, nicht wieder zurückrennen. So. Oh, du hast ihn gefunden. Die Musikbox dort drüben. Lass uns den Schlüssel hineinstecken. Ich werde es mit dem Schlüssel versuchen. Ihr wartet hier. Passt genau auf, was passiert. Na, mal sehen, was passiert, wenn er den da, der schon mehrere tausend Jahre alt ist. Geh jetzt rein, ab da, ob da Hoffnung drin ist, oder? Wir werden sehen. Das war nur eine Oberfläche, auf die ein Bild projiziert wurde. Schau auf das Bild, das, was das Wasser projiziert wird. Vom Wasser projiziert wird. Oh, Eris. Das ist die weiße Materie. Okay, die zeigen uns genau das, wo
kurz bevor er gestorben ist, ist die weiße Materie da runtergefallen. Das wissen wir ja eigentlich schon. Und es leuchtet auch grünlich. Mhm. Es leuchtet. Sie leuchtet. Sie ist blassgrün. Eris hat bereits um Holly gebeten. Und ich gab die schwarze Materie Sephiroth. Eris sprach im Traum zu mir. Sie sagte, sie sei die Einzige, die Sephiroth aufhalten kann. Zuerst muss sie aber dieses Geheimnis lüften. Das war Holly. Darum hatte sie die weiße Materie. Eris wusste von diesem Ort und was sie zu tun hatte. Eris hat uns Hoffnung gegeben, aber sie musste ihr Leben dafür lassen, ihre Zukunft. Es tut mir leid, Eris. Ich hätte es früher erkennen müssen. Du bist gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Es ging alles so schnell, so konnte ich nicht wissen. Darum hat es so lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, aber Eris, jetzt verstehe ich. Eris, den Rest erledige ich. Das heißt wir, Barrett. Das Blumenmädchen hat uns eine Chance eröffnet, die wir nutzen müssen. Danke, Eris. Die Stimme von Eris hat den Planeten bereits erreicht. Seht doch nur, das Leuchten der weißen Materie. Und was ist mit Holly? Warum bewegt sie Holly nicht? Warum? Irgendwas ist im Weg. Er ist der Einzige, der das tun könnte. Sephiroth, wo bist du? Okay, hier können wir jetzt ihn nicht mehr mal anquatschen. Ich denke mal, was zum... Okay, Zit. Flüster, flüster. Entschuldigung, ich war etwas überrascht. Was ist passiert? Weißt du noch, als die Union-Kanone verschwand? Rufus hat sie weggeschafft. Weggeschafft? Das große Ding? Wohin? Warum? Rufus wollte damit Sephiroth zerstören. Die Kanone wird mit der großen Materia betrieben, aber die Materia wurde bereits für die Rakete verwendet. Da die Kanone jetzt nutzlos ist, hat er sie weggeschafft. Dort, wo Materia, nein, Mako gewonnen wird. Und wo ist das? Natürlich nicht anders als in Midgar. Also, Rev, es ist dein Job, den Reaktorausstoß anzupassen. Ich verstehe. Haha, mach dir keine Sorgen um die Anpassung, Rev. Wenn er erstmal ganz geöffnet ist, läuft alles mit Hochgeschwindigkeit. Tja, hahaha, diesmal hat's der Präsident wirklich geschafft. Die Idee, dass auch der Meteor verschwinden wird, Wenn wir Sephiroth besiegen, ist völlig verkehrt. Denken Sie daran, Herr Präsident. Es war meine Idee, Makro-Geschosse abzufeuern.
Werden die Granaten die nördliche Grenze auch erreichen? Natürlich. Aber Herr Präsident, bitte nehmen Sie es nicht einfach. Nennen Sie es nicht einfach Makrokanone. Diese neue Waffe heißt Sister Ray. Na prima. Na ja, 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 ja. Dass die immer so böse Sachen vorhaben. Und wir müssen uns jetzt wieder darum kümmern, dass das, ja, wir versuchen es zu vereiteln, sagen wir mal so. Dazu müssen wir aber wieder zurück. So, der Bogenhagen, der bleibt jetzt hier. Ich schätze mal, dass wir hier irgendwann auch nochmal her müssen. So. Claude. Oh, was ist das? Was zum? Oh oh. Ein Weapon. Wenn ich mich nicht täusche, ist das Diamantweapon. Und er macht sie auf dem Weg nach Midgar. Oh, das geht ja nun gar nicht. Was ist los? Ein merkwürdiges Signal. Von wo? Es kommt von dieser Person. Wow. Hey. Ich habe mich erschrocken und war außer Kontrolle. So ein Mist. Die Weapon taucht aus dem Ozean und geht direkt auf Midgar zu. Die neue Waffe dürfte ihn aufhalten, oder? Ich weiß nicht, ob sie bereit ist. Hey, was passiert mit Marlene? Keine Angst um Marlene. Sie ist in Sicherheit. Sie ist bei Eris Mutter. Berit! Wie war das gerade? Wenn Marlene in Sicherheit ist, sind dir alle anderen wohl egal. Das wollte ich dir schon immer sagen. Wie viele sind wohl umgekommen, als du den Reaktor hochgejagt hast? Es geht um das Leben des Planeten. Ein paar Verluste musst du einplanen. Ein paar? Was heißt hier ein paar? Für dich sind es nur ein paar, aber für die Opfer war es alles. Den Planeten schützen, das klingt edel. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber das heißt nicht, dass alles erlaubt ist. Von einem Shinra-Typen lasse ich mir nichts sagen. Ich bin sowieso ein... Aufhören. Kizit, Berit, weiß, was er getan hat. Was wir in Midgar getan haben, kann niemals entschuldigt werden. Ist doch so. Wir haben's nicht vergessen, oder? Ich kann dich ebenfalls verstehen. Du kannst die Firma nicht verlassen, weil du dich um die Leute in Midgar sorgst. Claude! Genau! Okay, vorwärts! Wir werden die Weapon besiegen. Hey, Claude! Glaubst du, wir kommen gegen dieses Ungeheuer an? Wir haben eine Chance, oder? Wie soll ich das wissen? Das ist aber kein Grund, ihn entwischen zu lassen. Wir gehen nach Midgar und kämpfen gegen Weapon. Los, ab, geht die Post. Uiuiuiui. Und er schreit hier. Ganz schön. So, Midgar. Midgar.
Moment, Moment. Das weiß ich gar nicht genau. Ne, Midgar war auf der anderen Seite, ne? Hier drüben irgendwo. Da ist Midgar. Und der Weapon kommt da hinten. So. Speichere ich noch mal. So. So, und bevor der Weapon hier ist, Moment mal, ja, wir machen so. Dauert ein bisschen, kann ich aber erstmal einen kleinen Schnitt machen. Moment, wir stellen uns mal, der kommt genau hier so. Stelle ich mich mal hier hin und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy 7. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Kommentar oder ein Like. Ich würde mich sehr freuen. Und sage tschüss.